were no signs. It came without warning. To us all. The desperate few struggled to survive. Perhaps we had a chance for peace. But desperation and trust are seldom allies. So began a millennium of conflict. Years of war. The greatest warriors the world has ever known. The reason they fight, lost to the ages. And yet, here they still stand, searching for a sign of peace. I will show them. Ja, was geht ab? Just Network, Soldiers, Vikings, Knights und Samurai. Ich bin Drunken und ich will mal ein bisschen mit euch heute über For Honor sprechen. Ich hatte ja schon mal einen angezockt gemacht während der Closed Alpha Phase. Hab danach auch fein Closed Beta und Open Beta gezockt und am 14. Februar ist das Spiel rausgekommen. Und das habe ich mir natürlich gegönnt. Und darüber will ich heute kurz mal mit euch sprechen. Ich hatte schon in meinem Angezockt ein bisschen gesagt, was cool an dem Spiel ist. Aber auch, was so ein bisschen die Probleme an dem Spiel sind. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken, wie das denn noch so ist. Zuallererst muss ich mal sagen, das Spiel fesselt mich immer noch, genau wie in der Alpha, wie in der Beta, wie von Anfang an. Es ist einfach ein unheimlich gutes Spiel. Es ist sehr rewarding, wenn du das erste Mal dann schnallst, was du da eigentlich genau machst. Es ist allerdings recht schwer reinzukommen. Es hat sich eigentlich, muss man leider sagen, seit der Alpha- und der Beta-Phase nicht besonders viel geändert. Es ist immer noch
ein Fighter, also eher ein Kampfspiel orientiert, mit verschiedenen Helden, die man nehmen kann, ähnlich wie Street Fighter, mit verschiedenen Fähigkeiten, die die haben, verschiedene defensive Fähigkeiten, verschiedene offensive Fähigkeiten. Es ist leider auch, wie, was heißt leider? Also jeder Fighter, die meisten Fighter sind, basieren online auf einem Peer-to-Peer-System, was in 1 gegen 1 Duellen auch gar nicht so unbedingt schlecht ist. Denn es gibt bei den Dedicated Servern gibt es sowas wie in vielen Shootern wird man das kennen, die sogenannte Peeker's Advantage. Das heißt, derjenige, der in einen Raum reinstürmt oder zuerst um eine Ecke guckt, hat meistens einen Vorteil gegenüber dem, der jetzt zum Beispiel diese Ecke beobachtet, weil der Server halt so eingerichtet ist, dass der eventuell ein Stück weit früher alles sieht. Das ist bei Peer-to-Peer natürlich nicht so. Da werden die Daten direkt ausgetauscht. Und das kann in einem Fighter tatsächlich von Vorteil sein. Allerdings ist For Honor ein Fighter, der nicht nur einen 1 gegen 1 Modus hat und einen 2 gegen 2 Modus, sondern auch einen 4 gegen 4 Modus. Und wenn da dann ein Spieler der Host ist, und man generell von den Internetverbindungen jedes Spielers abhängig ist, dann kann das teilweise schon zu Problemen führen. Also man hat in For Honor teilweise immer noch, gerade in den größeren Spielmodi, das Problem, dass Spieler aus dem Spiel rausgehen, der ganze Server sich erstmal neu synchronisieren muss, ein neuer Host gefunden werden muss. Das funktioniert ganz okay, jetzt zuletzt, aber es ist halt nicht unbedingt perfekt. Im 1 gegen 1 hat man diese Probleme extrem selten, aber wenn sie da sind, dann fallen sie einem halt auch schon auf, wenn die Leute durch die Gegend warpen, insbesondere wenn die eigene Internetverbindung vielleicht kurz mal schwächelt. Also nebenher irgendwie Videos gucken ist schon ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie das bei Musik hören ist. Ich habe eine relativ starke Leitung und ich habe auch die ein oder anderen Schwierigkeiten gehabt. Generell gehen wir mal durch die Modi durch. Wir haben einen Story-Modus. Many years ago, Den sehen wir hier. Ich breche the das great Ganze mal ab. warlords of the Iron Legion pushed the Der hat drei Kapitel. Ein Kapitel für die Ritter. Ein Kapitel für die Vikings. Und ein Kapitel für die Samurai. Die kann man nach meinem Kenntnisstand in jeder beliebigen Reihenfolge spielen. Also wenn man nur Bock hat auf die Vikings erstmal, kann man den spielen. Wenn man die Ritter spielen will, kann man den spielen. In der Reihenfolge ist eigentlich Ritter, dann Vikings, dann Samurai. Das Ganze kann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Die wählt man dann jeweils aus und es kann im kooperativen Modus gespielt werden. Das heißt mit einem Freund an der Seite. Abhängig von den Schwierigkeitsgraden kann man dann bestimmte Dinge freispielen für die Multiplayer-Helden, um die ein bisschen schicker aussehen zu lassen, Skins und so weiter. Die Story hier kann man ungefähr vergleichen vom Umfang her mit einer, keine Ahnung, Story bei Battlefield. Ich habe das Battlefield nicht viel gespielt, ich habe jetzt Battlefield dreimal gespielt, da war die Story relativ kurz. Und erklärt einem so ein bisschen die verschiedenen Waffen hier, die verschiedenen Helden. Leider nicht alle, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum nicht jeder Held mal gespielt wird, sondern nur Teile. Aber ist so als Tutorial und sich so ein bisschen reinfinden ganz gut, ist auch ganz gut gemacht. Das liegt auch daran, dass das Spiel sehr schön aussieht, grafisch, aber es ist halt eigentlich nichts, wofür man sich dieses Spiel kauft. Also die Story ist nett, nice to have, führt einen auch in bestimmte Level ein, also man sieht die Multiplayer-Level hier wieder, aber es ist jetzt nicht der absolute starke Punkt von dem Spiel. Dann haben wir die Möglichkeit, einfach in den Multiplayer-Modus zu gehen. Das kennen wir schon aus der Beta, so ein bisschen und aus der Alpha. Wir haben hier die Möglichkeit, auf dieser kleinen Weltkarte zu Duellen oder Duel and Brawl, das ist 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Man kann Deathmatch spielen, das ist entweder Elimination oder Skirmish. Elimination ist einfach ein 4 gegen 4.
beginnt als 1 gegen 1, also man startet mit einem Gegner und wenn man den schlägt, kann man den anderen helfen, man kann sich gegenseitig wiederbeleben. Es gibt auf den Karten im 4 gegen 4 Elimination immer auch Buffs, die man einsammeln kann, also Schild-Buffs, Angriff-Buffs. Und die Ausrüstung spielt hier auch eine Rolle von den Helden. Das ist relativ wichtig. Im Skirmish ist es so, dass man einfach gegeneinander kämpft. Es gibt keine Punkte zum Einnehmen. Man kämpft gegeneinander. Man kämpft gegen PvE-Mobs, die mit einem Schlag sterben, bis man 1000 Punkte hat. Und wenn man 1000 Punkte hat, dann muss man auch mal alle Gegner töten und dann hat man das Spiel gewonnen. Dann gibt es den Modus Dominion. Dominion spielt man 4 gegen 4, spielt auf einer Karte mit 3 Punkten, die zum Einnehmen sind. Wenn man einen Punkt einnimmt, generiert der einem Punkte. Also es gibt 100 Punkte für das Punkteeinnehmen und solange man den Punkt hält und auch wenn man draufsteht, gibt das Ganze mehr Punkte. Einige kennen das, es gibt das in Shootern. Und wenn man 1000 Punkte auch hier erreicht hat, dann respawnt der Gegner nicht mehr. Das heißt, man muss nochmal alle Gegner töten. Und dann hat man das Spiel gewonnen. Und im 1 gegen 1 und 2 gegen 2, das sind die einzigen Modi, wo es nicht auf die Ausrüstung ankommt, also wo die Ausrüstung nicht zählt. Ausrüstungsstats sind ausgeschaltet. Da kann man, spielt man im Grunde entweder 1 gegen 1, ist klar, auf verschiedenen Maps, es ist immer ein Best of 5. Oder 2 gegen 2 und auch da kann man sich gegenseitig helfen. Das bringt dann noch ein bisschen eine andere Taktik mit sich. Soweit die Spielmodi. Ich möchte das Spiel gerne kurz mal in einem Custom Game zeigen, weil es wirklich sehr schön aussieht. Ich nehme mal. Also Custom Game, übrigens auch mega viele Optionen, die man einstellen kann. Wir nehmen hier jetzt mal ein 1 gegen 1. Ich kann Regeln festlegen. Also das heißt, ich kann automatisch mit Bots auffüllen lassen oder eben nicht. Kann Default Ranking setzen, welchen Level die Bots haben sollen. Wie viel, was wir in Best of 9, Best of 99, wenn man echt lange mal einfach trainieren will gegen einen Kumpel oder so. Best of 5, Best of 3 oder nur eine einzige Runde. Kann einen Timer ein setzen, kann auch den Timer ausschalten. Also im Grunde ähnlich wie bei einem Fighter, kann sagen, dass die Ausrüstung zählt oder nicht. Kann bestimmte Fähigkeiten der Helden anschalten oder ausschalten. Also da kann ich eine ganze Menge machen. Kann den Damage einstellen, auch auf gar keinen Damage, wenn man nur üben will. Kann den Revenge-Modus an- oder ausschalten, den Radar an- oder ausschalten, alles Mögliche. Wenn ich jetzt mal, ich kann hier die Karte auswählen, auf der ich spielen will. Das heißt, das Ganze ist Custom Game-mäßig schon sehr weit dran, dass man einfach seine eigenen Spiele machen kann. Und auch vor allem, das ist für Turniere echt wichtig. Was daran interessant ist, ist, wenn ich das Spiel starte, wird er mir jetzt einen Bot zuweisen, weil ich keinen Gegner habe. Ich kann entsprechende Teams bilden. Das ist soweit erstmal klar. Komme dann in die Lobby und habe hier meine verschiedenen Helden. Wir nehmen jetzt einfach mal den Raider. Jetzt hätte ich natürlich eine Karte nehmen sollen, auch die irgendwie zeigt, was durch Wettereffekte und so weiter für eine Atmosphäre geschaffen wird in dem Spiel und wie gut das Spiel teilweise aussieht. Kommt wahrscheinlich auf YouTube auch nicht ganz so gut rüber, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ja, ich habe jetzt ein Best of 3 hier eingestellt. Zuerst 2 Runden gewinnt. Gewinnt. Schmeiß ihn jetzt mal hier runter, weil ich mir gerade mal die Landschaft zeigen will. Also, die Landschaft sieht hier schon sehr schön aus. Die Karten verändern sich je nachdem, wo man kämpft, auf der Weltkarte, die ihr vorhin gesehen habt, und wer den Punkt, auf dem man kämpft, gerade eingenommen hat. Das heißt, jede Karte gibt es in der Tagversion, in der Nachtversion.
in der Winterversion mit Regen und allem möglichen Kram. Also da sind echt ganz schöne Veränderungen auch dabei. Keine Karte ist gleich, das heißt, man hat dadurch nicht nur die tatsächliche Anzahl Karten zur Auswahl, die eben in der Liste zu sehen war, sondern man hat halt auch noch Variationen der Karten. Was ganz witzig ist, ich kann jetzt hier im Modus, im Custom Game Modus die Optionen verändern. Wenn mein Spiel nicht gerade haken würde, könnte ich das tun. Okay, das ist interessant. Das ist tatsächlich vorher noch nicht passiert. Ah ja, jetzt. Sehe hier, ich kann auch Karten im Shipyard im Nebel, Village bei Nacht. So, jetzt will ich mal irgendwas mit Regen. Wo ist denn hier mal... Wo ist denn hier mal Regen? Kann ich das wahrscheinlich noch woanders einstellen? Genau, hier habe ich Village, Night, Foggy Day, Rainy Night, Snowy Day und Day. Das sind also zwei Ashfeld-Karten, eine Maya-Karte, zwei Walkenheim-Karten. Ich nehme jetzt mal die regnerische Nacht. Gehe zurück und launche. Was ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich die Karte gewechselt habe, aber... Im Custom Game kann man im Grunde mehrere Sachen hintereinander spielen, mehrere Spiele hintereinander machen und erzählt an der Seite mit, wer wie viele Spiele gewonnen hat. Das ist also tatsächlich komplett schon auf Community-organisierte Turniere ausgelegt. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Jetzt haben wir hier Regen. Es blitzt und donnert. Die Grafik, die ich hier eingestellt habe, Grafikeinstellungen sind nicht auf maximal, weil also da tatsächlich mein Rechner auch irgendwann mal gesagt hat, insbesondere mit den Online-Schwierigkeiten, Connection-Schwierigkeiten, habe ich gedacht, ich optimiere ein bisschen und habe eine Stufe runtergestellt. Aber es sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Also es sieht sowohl auf der Maximalstufe sehr schön aus, als auch auf dieser Stufe, wenn man hier den Matsch sieht, durch den man läuft und so. Also das hat schon was. Also insgesamt sehr gut aussehen, das Spiel. Kommen wir mal so ein bisschen, ich habe schon ein bisschen angerissen, zum E-Sport-Faktor. Das Spiel hat meiner Meinung nach einige Themen, die fehlen, die so einfach, also nicht für mich verständlich sind. Es hat einen unheimlich guten Custom-Game-Modus, man kann alles einstellen, man kann zwischen den Spielen einzelne Optionen wechseln, also auch einfach die Karte wechseln. Es ist eigentlich perfekt gemacht für Community-organisierte Turniere oder ja, halt einfach E-Sport an sich. Was es aber nicht dann hat, ist ein Observer-Modus. Und das ist für mich einfach nicht verständlich. Denn der Observer-Modus ist im Prinzip eingebaut. Wenn man in einem Mehrspieler-Modus stirbt, dann kann man seinen Ally oder seine Allies beobachten, also aus deren Sicht das Ganze verfolgen und auch zwischen den Einzelnen hin und her schalten. Die Funktionalität ist also da. Man hat ja auch die Lobby gesehen gerade eben mit den verschiedenen Teams. Man könnte auch einfach sagen, jeder muss ein Team wählen. Wer in der Mitte bleibt, ist dann halt einfach Observer. Aber das geht halt nicht. Ich kann ein Spiel im 1 gegen 1 Modus, ein Custom Game, nicht mit drei Leuten starten. Es gibt dann natürlich dann ein Workaround. Zum Beispiel, dass man im 2 gegen 2 Modus startet.
und bei den Regeln einsetzt, einfach keine Bots. Und dann kann man, muss der eine sich halt töten lassen, kann halt immer nur einen beobachten. So wird das momentan auch gemacht. Entweder im 2 gegen 2 Modus, wenn du natürlich aber dann 2 gegen 2 Turnier startest, ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Also da muss Ubisoft echt noch ein bisschen nachbessern. Es ist allerdings natürlich schon angekündigt, dass es Turniersupport geben wird. Und auch, was momentan noch fehlt, ist ein Ranked-Modus. Das heißt, ich habe keinen Rang, ich kann meine 1 gegen 1 spielen. Und ich komme da auch gegen immer bessere Spieler. Also es ist ein MMA im Prinzip verbaut in dem Spiel. Meine Gegner werden immer besser, es wird nicht einfacher, es werden immer herausforderndere Spiele. Es kommen dann auch irgendwann keine Leute mehr, durch die man einfach so durchflügt. Das ist einfach Fakt. Die Leute bleiben auf einem konstanten Niveau. Das heißt, es ist ein gewisses MMA verbaut, aber es gibt halt noch kein Ranked. Und Ubisoft hat aber angekündigt, dass eine der ersten Erweiterungen im Prinzip der Ranked- und der Tournament-Modus sein wird, wo sie das Ganze nachbessern. Und ich hoffe, dass sie dann auch anfangen mit einem Observer-Modus. Ansonsten bietet das Spiel sehr viele Möglichkeiten, seine Helden genau nach seinem Wunsch zu konfigurieren. Da geht es irgendwie hauptsächlich um Ausrüstung, aber man kann im Grunde sich seine komplette Rüstung gestalten auf diverse Art und Weisen. Ich meine, das meiste hier ist noch frei zu spielen, aber ich kann schon im Prinzip eine E-Sport-Team-Grafik in irgendeiner Form hier oder ein Team, eine Team-Ausrüstung in irgendeiner Form hier darstellen und verschiedene Symbole da noch drauf drücken. Das bietet also schon sehr viele Möglichkeiten, dass man sich nachher von den anderen Spielern abhebt. Ich spiele hier jetzt momentan auf der PC-Version, kann deswegen nicht zeigen, wie ein richtig hoher Charakter aussieht auf meiner PlayStation-Version, weil ich hauptsächlich auf der PlayStation spiele, aber hier geht schon einiges. Was dafür auch besonders gut ist und was das Internet quasi im Sturm erobert hat, ohne dass man wahrscheinlich damit gerechnet hat, ist der Emblem-Editor. Wenn man am Anfang seine Fraktion wählt, also man muss am Anfang eine der drei Fraktionen auswählen, Samurai, Ritter oder Wikinger, und die vertritt man in diesem Krieg auf dieser Karte hier. Also entweder rot für Wikinger, gelb für Ritter oder grün für die Samurai. Das beeinflusst kein Stück, welche Helden du spielen kannst. Du kannst trotzdem alle Helden spielen, aber deine Siege zählen halt für die jeweilige Fraktion, die du gewählt hast. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dein Wappenschild designen. Als Wikinger hat man einen runden Wappenschild, als Ritter einen tatsächlichen Wappenschild, so wie man sich das vorstellt, und als Samurai hat man einen viereckigen Wappenschild. Und diesen Wappenschild-Editor haben die Leute im Internet auf Reddit und wie auch immer genutzt, um die witzigsten Sachen zu bauen. Ich habe hier jetzt mal nur so ein paar Beispiele von mir gebaut. Mein persönlicher Wappen ist dieser hier, der Wolf of Seas Wappen, wo ich einen Wolfskopf genommen habe, den so ein bisschen habe als Welle aussehen lassen und dieses kleine Wikinger-Schiff da reingebaut. Aber ich habe mich hier auch mal versucht an einer Version des Just Network Logos. Ist jetzt nicht ganz perfekt geworden, weil ich nicht genug Layer dafür hatte, um den einen Teil des Vierecks weiß zu machen, aber es kommt schon relativ nah dran. Und mit diesem Editor haben die Leute halt, also man hat die Möglichkeit, auf 5 verschiedenen Ebenen Symbole einzubauen und einen Hintergrund zu bestimmen. Und darüber kann man halt sich seine Wappen bauen. Und da haben echt Leute ganz schön coole Sachen gemacht. Also von Pokémon-Bällen bis, keine Ahnung, Evil Kermit habe ich gesehen, Darth Vader. Also da gibt es echt ein paar coole Sachen. Und ich gehe fix fest davon aus, dass sich hier auch E-Sport-Teams ihre Logos irgendwie zusammenschustern können werden. Beziehungsweise hat Ubisoft ja auch die Möglichkeit, wenn man sich das jetzt nur mal so anguckt, von der Symbolik her,
Gibt es Ubisoft Club-Logos, die man freischalten kann? Es gibt Logos von Spielen, wenn man die hat, von Ubisoft, wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, das Logo. Also Ubisoft hat deutlich auch die Möglichkeit, natürlich hier mit Symbolen nachzubessern. Und wenn da irgendwie ein E-Sport, wenn die das tatsächlich E-Sport-mäßig pushen wollen und da kommt ein E-Sport-Team um die Ecke und sagt, hier, Freunde, wir hätten da gern unser Logo im Spiel. Vielleicht, wenn, keine Ahnung, irgendein Turnier läuft und das Turnier wurde gewonnen oder so. Ähnlich wie man das bei Blizzard schon kennt, bei Heroes of the Storm, dann kann man hier also bestimmt auch irgendwann E-Sport-Logos drin finden. Man hat hier schon einiges an Möglichkeiten. So, insgesamt ist es so, dass ich sehr, sehr viel Hoffnung habe für For Honor. Die Erfahrung zuletzt mit Ubisoft zeigt, dass Ubisoft mit diesem Season Pass Modell auch bei mittelguten Spielen immer relativ gut nachliefert. Also wer zum Beispiel Division gespielt hat, der weiß, die oder spielt noch, der weiß, die Season Pass Inhalte, wie zum Beispiel dieses Survival Ding, sind eigentlich das, was es hätte von vornherein sein sollen. Also das macht fast mehr Spaß als das Hauptspiel. Da kommen immer ganz gute Inhalte nach. Wir haben zwar hier dieses leichte Serverproblem im Mehrspieler, also mit mehr als zwei Spielern, aber ich habe da gute Hoffnung, denn bei Rainbow Six Siege fing es am Anfang auch mit großen Serverproblemen an und mittlerweile ist es eins der besten Ubisoft-Spiele, die also Ubisoft in den letzten, sage ich jetzt mal, 5 Jahren rausgebracht hat, auch eins der beliebtesten. Deswegen, wenn sich hier ein bisschen Fokus auf For Honor legt, und das glaube ich nach wie vor, dann wird sich hier auch was ändern. Entweder eine vernünftige, also vernünftige Netzwerkstabilität in diesem Peer-to-Peer-System oder aber halt irgendwann tatsächlich Dedicated Server, wenn die Community danach schreit. Was ich ein bisschen problematisch sehe, ist der Fokus auf Dominion. Dominion ist ein witziger Spielmodus, macht auch wirklich Spaß. Dominion ist aber einer der Modi, wo die Ausrüstung was zählt. Und die Ausrüstung, das wirkt am Anfang nicht so. Ich zeige das mal kurz hier. Die Ausrüstung unterscheidet sich durch verschiedene Attribute, wie man hier rechts unten sieht. Also der Kopf meiner Axt hat zum Beispiel einen Angriffswert, einen Defensewert und einen Stamina Kostenreduktionswert. Und eins ist immer das höchste und die anderen sind dann entsprechend schlechter. Das heißt, man könnte eine Axt finden, die hat den Wert in Attack, den ich in Stamina Cost Reduction habe. Das wirkt erstmal so, als würde sich das sehr, sehr ausgleichen. Jetzt will ich aber mal ein paar Werte zeigen. Wir haben hier zum Beispiel Revenge Gain bei Defense. Das bestimmt, wie viel Punkte in deiner Revenge-Leiste, also bis du Revenge, den Rache-Modus drücken kannst, du bekommst, wenn du dich verteidigst. Dann haben wir hier Revenge Gain bei Injury und Revenge Mode Attack. Wir hatten hier eben auch Revenge Mode Defense. Aber Revenge Gain bei Injury, das heißt, wenn du getroffen wirst, wie schnell generierst du diese Rache? Und dann haben wir auf. Hat er das gar nicht? Doch. Da, auf dem Helm. Revenge Mode Duration, also die Dauer des Rachemodus. Ich habe in Spielen gespielt mit Leuten, die extrem gutes Gear hatten, weil sie lange gespielt haben oder auch Geld investiert haben. Die haben dann Revenge Mode Duration, also die Dauer des Rachemodus, ausgemaxt. Also tatsächlich am Ende dieser Leiste. Das gleiche gilt für Revenge Gain bei Injury. Und Revenge Gain bei Defense. Und das heißt im Endeffekt, die haben fast dauerhaft Revenge. Und man ist deutlich stärker, wenn man den Rachemodus anhat, sag ich jetzt mal. Das heißt, die Ausrüstung in diesen 4 gegen 4 Modi, die macht einen tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich stärker als die anderen. Und wenn das ganze Ding zum PvP-Fokus werden soll, sehe ich da ein bisschen schwarz. Es sei denn natürlich, man stellt das Gear aus. Ich hoffe, dass Ubisoft sich da so ein bisschen
orientiert an dem, was wollen die Leute. Und sieht, guckt an, sich anguckt, was die Community-organisierten Turniere momentan machen. Und das ist teilweise die Rache ausstellen und die Ausrüstung ausstellen, teilweise nur die Ausrüstung ausstellen, aber generell ist es immer ohne Ausrüstung. Macht ja auch Sinn für eine PvP-Variante oder für eine E-Sport-Variante. Ich hoffe, dass Ubisoft hier tatsächlich noch ein bisschen rein investiert, denn das Spiel macht unheimlich viel Spaß und ist im 1 gegen 1 zumindest weitgehend stabil. Also klar hat man ab und zu mal einen Lag, aber eigentlich nicht wirklich großartig merklich. Also vielleicht mal ein, zwei Spiele, dann spielt man nicht nochmal gegen denselben. Und dann passt es eigentlich. So, jetzt wollen wir zum Abschluss des Videos. Ach ja, ich will noch mal kurz die Ingame-Währung zeigen. Also man kann durch Daily Orders, sowas wie Daily Quests und Contract Orders, die man sich selber aussuchen kann, aus diesen hier, kann man A, Erfahrung für seinen Helden, mit dem man die ganze Sache abschließt, gewinnen, aber auch Stahl. Ich habe momentan 5600 Stahl. Stahl wird dazu verwendet, die Helden freizuschalten am Anfang. Jeder Held kostet 500 Stahl. Allerdings bekommt man für das normale Tutorial 2000 und für das Advanced Tutorial 1500. Das heißt, man kann schon 7 Helden alleine so freischalten. Und den Rest hat man relativ schnell zusammen. So eine Daily Order gibt 300 Stahl. Von dem Stahl kauft man sich, wie gesagt, entweder die Helden oder in den Heldenmenüs beim Customizing kann man sich verschiedene Looks kaufen, wenn man nicht einen eigenen Look gebaut hat. Also ich bin noch nicht versucht gewesen. Ich fand noch keinen Look so cool, dass ich den unbedingt kaufen wollte. Da gibt es dann die kosten 7000, das ist der Elite-Look, der hat dann noch so einen schönen Löwen auf dem Kopf. Wenn man den erstmal hat, kann man den auch auf jeden anderen Helm draufsetzen, diesen Löwen. Dann gibt es hier den Mythischen. Der Mythische zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur ein Ornament hat, also diesen Falken auf dem Kopf, sondern hier auch den Effekt mit dem Feuer. Die kann man von Stahl kaufen. Hier hinten sind noch Looks, die man mit der Zeit über die Reputation freischaltet, also wenn man einen Helden einfach oft spielt. Dann kann man sich zusätzliche Exekutionen kaufen durch den Stahl und zusätzliche Emotes. Und aber, und das ist das, also ich glaube auch einen Effekt kann man noch kaufen, genau, Darkness könnte ich jetzt hier kaufen. Dann wirbelt so schwarzer Rauch um meine Figur. Ist jetzt alles nicht spektakulär und vor allem ist das alles auch nur kosmetisch. Also an sich nicht weiter problematisch. Ich kann aber auch hier Kisten kaufen mit Ausrüstung. Und das ist entweder so ein Basispack, das enthält dann 3 zufällige Teile Ausrüstung, mindestens 1 höherer Level, ein Armor-Pack oder ein Weapon-Pack oder ein Premium-Pack. Und da ist dann nachher die Ausrüstung drin. Wer also Stahl für Ausrüstung ausgibt, kann sich hier unheimlich viel rausziehen. Ich kann mal eine Kiste öffnen. Nur so aus Witz. Mach ich mal, ich habe ja 3 Kisten. Ich mach mal eine Kiste auf mit meiner Valkyrie. So, ich bin jetzt noch Level 17, das heißt, ich bin noch nicht mal die erste Reputationsstufe. Da kriege ich nicht so gutes Gear. Wenn ihr das Spiel habt, solltet ihr erst anfangen, Kisten aufzumachen. Ab ungefähr Reputation 2 oder 3, frühestens. Da kann dann also auch blaues Gear rauskommen oder später dann auch episches und ganz am Ende auch legendäres. Ich sage jetzt mal legendär, weil es bei
WoW so heißt, das Goldene heißt hier eigentlich anders. Und dieses Stahl kann man sich, wie hätte es sein können, anders sein können, auch von Echtgeld kaufen. Und das zu einem, also hier 100 Euro für 150.000 Stahl, dann hast du aber wahrscheinlich schon alles freigeschaltet, was du so haben willst, ne? Also man eben gesehen hat, die Preise liegen so bei, ich glaube, das teuerste ist dieses Mythe, die mythische, der mythische Skin für 17.000 oder 18.000. Also steckt man hier nochmal 100 Euro rein, hat man wahrscheinlich einen krassen Charakter mit relativ guter Ausrüstung, wenn man erstmal irgendein Reputationslevel hat. Das ist natürlich für, gerade für die kompetitiven Spieler bei den ausrüstungsbasierten Sachen nicht so richtig geil. Man kann auch hier für 23.750 Stahl kann man alle Feats, also alle Skills, die auch eingewendet werden können, in diesen Vierer-Geschichten freischalten. Die schalten sich aber normalerweise auch durchs Leveln einfach frei. Ne? Also es ist jetzt für das meiner Meinung nach tatsächlich kompetitive, also das 1 gegen 1 und 2 gegen 2, ist, sind alle Ingame-Käufe völlig irrelevant. Das finde ich persönlich sehr gut. Wer aber natürlich gerne dominierend spielt oder gerne die Deathmatch-Modi, der ist jetzt momentan schon relativ overmatched mit Leuten, die einfach ein Gear haben, was jenseits von Gut und Böse ist, gegen die man auch nicht wirklich Chancen hat. Insbesondere, wenn man jetzt einsteigt. Aber es macht vielleicht eh Sinn, wenn man jetzt anfängt einzusteigen, erstmal gut zu werden in den Duell-Modi. Soweit ist erstmal so mein Eindruck vom Live-Spiel. Man muss, wenn man nicht völlig fasziniert ist, muss man das Spiel jetzt nicht sofort kaufen. Ich persönlich bin sehr angesuchtet, weil das Gameplay halt einfach so gut ist. Man kann natürlich auch warten, bis Ranked kommt und sich erstmal irgendwie die ersten Expansions angucken. Ich möchte nur dazu sagen, dass jetzt ein Ranked von, nicht von Anfang an dabei zu haben, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, finde ich gar nicht so schlimm. War bei Overwatch genauso. Die hatten dann erst irgendwann Ranked, dann haben sie es wieder rausgepatcht, ein ganz anderes Ranked gebracht. Also lieber machen sie es richtig von Anfang an und vielleicht lassen sie das auch erstmal ein bisschen laufen und balancen erstmal die Charaktere so ein bisschen gegeneinander, weil es da momentan extrem hohe Unterschiede gibt. Im Meta zumindest bei den in Anführungszeichen Top-Spielern, wenn man jetzt schon davon sprechen kann. Und dann, wenn es irgendwie alles einigermaßen Balance hat, dann kann man irgendwie ein vernünftiges Ranked reinmachen. Zum Abschluss will ich jetzt noch ein bisschen Gameplay zeigen. Deswegen denke ich, spiele ich jetzt einfach noch mal ein bisschen. Ich gebe noch mal mein Abschlussfazit. Also For Honor kriegt von mir auf einer Skala von 10 8 Punkte. Ja, eigentlich 7,5. Wenn es noch ein bisschen stabiler wird, und tatsächlich hatte ich am Anfang sehr viele Verbindungsabbrüche, jetzt zuletzt gar nicht mehr so sehr. Wenn es noch ein bisschen stabiler wird, kriegt es tatsächlich die 8 voll, fast schon 9 von meinem persönlichen Suchtfaktor, und man muss dann einfach die Sachen abwarten. Ich sag nur, atmosphärisch trifft es genau die Kerbe mit dieser Vikings-Fernsehserie und Game of Thrones und so weiter. Vom Sound her, wie die Klingen da springen und so weiter und wie die Wettereffekte und so. Die Charaktere fühlen sich alle so an, also sie fühlen sich nicht blöd an, sondern die nehmen die Waffen, die die einzelnen Charaktere verwenden, und du hast das echt das Gefühl, es ist eine gewisse intuitive Steuerung in jedem so mit drin. Ja, bevor ich noch mehr sabbel, wir sind auch schon bei 40 Minuten, zeige ich noch ein bisschen Gameplay. Dabei halte ich ein bisschen meine Fresse. Und wenn ihr von dem Gameplay mehr sehen wollt, dürft ihr mich gerne auf meinem Stream besuchen. Vielleicht streame ich auch mal bei Steve oder so. Vielleicht sieht man auch noch mehr von For Honor auf dem YouTube. Und haut rein. Yeah.
round two. Round one.
Round 2. Round 1.
Round one. Ah!
Round 2. It's all about the bumps in your heart.